Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS19 Campaign of France auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich wollte nicht hier einsteigen, ich wollte in den Dresch einsteigen. Danke sehr. Danke sehr, Spiel. Wir müssen nämlich einmal dreschen. Feld 5 steht an. Da müssen wir die Sonnenblumen runterholen. Das bedeutet aber auch, dass wir dafür das Schneidwerk wechseln müssen. Wie das jetzt platzmäßig aussieht, ich finde das keine gute Option, da wo das Schneidwerk jetzt liegt. Ne? Da müssen wir uns mal was ausdenken, eventuell. Das ist ein bisschen doof, aber ist momentan die beste Lösung. Wir fahren schon mal mit dem großen Fendt in Richtung Feld. Dann können wir den nämlich dort abstellen schon mal und dann müssen wir mit dem Drescher eben das Schneidwerk wechseln und dann sollte das passen. Hat man hier schon gedüngt? Sieht so aus, ne? Sieht aus, als wenn wir hier gedüngt hätten. Keine Ahnung. Auch die anderen Ernten sind fast wieder soweit erntereif. Das ist eine heftige Sache. Da haben wir auf jeden Fall viel zu tun. Die Bäume sind hier am Wachsen gerade. Auch das ist mega cool. Und wie gesagt, da hinten die Sonnenblumen sind fast erntereif. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir das irgendwie ein bisschen geregelt bekommen. So, den können wir jetzt mal hier abstellen. Dann holen wir uns den Drescher ran. Und werden anschließend die Sonnenblumen waschen. Freue ich mich mega drauf, ne? Sonnenblumen am Start. Ich weiß jetzt nicht, was wir noch an Sonnenblumen im Silo haben aktuell. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr so viel oder überhaupt nichts mehr. Nee, überhaupt nichts mehr. Wir haben keine Sonnenblumen im Silo. Heftig. Na gut, dann wird es immer Zeit, ne? Dann wird es immer Zeit, da den Bestand wieder aufzufüllen, Leute. Okay. Dann fahren wir mal los, ne? Mit dem Drescher zu Feld 5. Haben wir rechts rum. So lange werden wir für die Fahrt nicht brauchen. So groß ist die Map ja nicht. Von daher geht eigentlich relativ zügig hier alles. Ne? Aber heißt nicht, dass es einfach ist, die Map. Wie eben schon öfters mal gesagt. Ne? Wie schon öfters mal gesagt. Ne? Einfach ist sie nicht. So, die Sonnenblumen sind da. Wir starten den Drescher. Und dann geht's los mit dem Dreschen der Sonnenblumen, Leute. Hört eine mega coole Sache. Kommen einige Sonnenblumen rein. Knapp 100 Liter sind es schon. Heftig. Freut mich auf jeden Fall mega, dass das hier so gut läuft, Leute. Ne? Läuft echt richtig gut an sich. Kann man nicht meckern. Kann man auf keinen Fall meckern, Leute. Sehr gut. Sehr gut. So, fast am Feldende, ne? Müssen wir gucken, dass wir drehen. Dass wir das dann irgendwie packen. Aber kriegen wir hin. Feld 5 dann natürlich direkt wieder neu machen, ne? Ist klar. Feld 5 will dann direkt neu bewirtschaftet werden. Das auf jeden Fall. Das heißt, da müssen wir direkt wieder dran arbeiten. Ich fahre mal in der Innenansicht. Dann sehe ich vielleicht gerade ein bisschen mehr, anstatt nur Bäume. So.
Sehr gut. Das sieht gut aus. Fast 800 Liter Sonnenblumen schon im Korntank. Heftig. Das ist eine ganze Menge, ne? Das ist eine ganze Menge an sich. Das ist nur die Frage, was wir danach hier aufs Feld bringen, ne? Aber können wir mal schauen. Habt ihr da Vorschläge? Schreibt es in die Kommentare, Leute. So. Wie viel Uhr haben wir? 11 Uhr. Haben noch ein bisschen Zeit heute. Ich glaube aber trotzdem, dass wir einiges zu tun haben werden auf Dauer. Im Laufe des Tages. Da gehe ich mal stark von aus. Große Nachfrage bei Commerce de Bastio. Ja. Können wir gleich mal schauen. Können wir gleich mal schauen, Leute. Wonach die eine große Nachfrage haben. Ich hoffe, das ist etwas, was uns natürlich voranbringt. Klar. Von mir Sonnenblumen. Gerade mal eben. Ne? Wo wir gerade sowieso dabei sind, die Sonnenblumen hier zu dreschen. Ne? Schauen wir aber gleich mal. Wir machen die Bahn jetzt eben fertig. Danach schauen wir mal nach der großen Nachfrage. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Leute. Der Geld brauchen wir auf jeden Fall noch. Geld brauchen wir noch eine ganze Menge, ne? Weil wir wollen ja auch weiter investieren. Die Mietgeräte wollen wir zurückgeben und dann kaufen. Wir wollen auch den Kredit zurückzahlen. Kommt alles noch auf uns zu, ne? So, dann jetzt schauen wir mal eben nach. Wegen der großen Nachfrage. Commerce Bastio hat eine große Nachfrage nach. Okay. Ist jetzt nichts und nicht unser. Ist es nicht unser? Müsste Stroh sein. Nee. Okay. Dann ist das nichts für uns. Schade. Weil Stroh brauchen wir aktuell selber. Beziehungsweise haben wir sonst aktuell kein Stroh, das wir bekommen könnten. Es sei denn, wir machen eine Mission. Wir machen eine Mission. Oh, interessant. Aber für eine Mission müssten wir auch dann definitiv Zeit haben, ne? Da müssen wir schauen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Aber erstmal haben wir mit den eigenen Flächen mehr als genug zu tun gerade. Wie ihr seht. Und eine Mission kommt dann erstmal gerade nicht in Frage. Deswegen brauche ich da gar nicht erst nachzugucken gerade. Wenn wir mal Zeit haben sollten, können wir gerne mal nach einer Mission gucken. Aber ansonsten gerade leider nicht mehr. Ne? Ansonsten gerade leider nicht mehr. Aktuell mehr als genug zu tun auf den eigenen Flächen. Und wir werden auch größer. Das heißt, wir kriegen noch mehr zu tun. Das auf jeden Fall. Wir wollen ja weitere Flächen noch dazu kaufen. Geplant ist ja hinten die Aktion Riesenfeld Richtung Shop. Dann wollen wir noch Feld 2 holen. Eventuell können wir dann Feld 2 und Feld 3 auch verbinden zu einem größeren Feld. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und zu tun hätten wir dann auf jeden Fall eine ganze Menge. Deswegen. Da brauchen wir uns jetzt nicht über Arbeit beschweren oder sowas. Über, sag ich mal, Arbeitsmangel beschweren. Sondern wir haben genug zu tun. Ja. Vor allem die eigenen Flächen bringen uns auch wesentlich mehr als die Flächen, wo wir quasi nur aushelfen würden.
Gut. Hätten wir das mal wieder geklärt. 11.04 Uhr. Ja, der Tag geht langsam voran. Aber noch, wir haben noch zu tun, Leute. Wir haben noch sogar einiges zu tun, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen. So, sehr gut. So, nächste Spur, die wir machen können. Geht auf jeden Fall gut voran, ne? Geht gut voran. Vor allem 3000 Liter Sonnenblumen schon drin im Korntank. Das ist richtig heftig. Der Korntank füllt sich hin, ne? Heftige Sache. Der Korntank füllt sich. Mega nice. Mega nice. So. Ich glaube, ich habe eine Idee, was wir danach pflanzen werden. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ja. Wird auf jeden Fall wieder aufwendiger werden dann. Ne? Mit Strohballen und allem. Aber wäre nicht verkehrt. Das wäre nicht verkehrt. Könnten wir machen. Oh, der Korntank ist fast voll. Da müssen wir jetzt gleich mal abtanken. Leute. Dann würde ich sagen, bleibe ich jetzt mal hier stehen. Fahre das Rohr aus. Mach den Motor mal aus. Und dann gehen wir mal eben abtanken. Hier mit dem Kipper. Sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Mal eben hier das reinzufüllen. Kriegen wir hin. Interessant ist nur, dass der Traktor hier das nicht schafft, hier einen Ballenwagen zu ziehen. Großartig da über die Schräge da hinten. Der hat da richtig hart zu kämpfen mit, ne? Ist schon heftig. Das ist schon eine heftige Sache, ne? Ich habe aber noch eine andere Idee, wie wir die Ballen lagen könnten. Auf dem Ballenwagen. Das könnten wir auch das nächste Mal probieren. Das könnten wir beim nächsten Mal probieren, Leute. Wäre, glaube ich, auch eine interessante Sache. Müssen wir mal den nächsten Mal austesten. So, einmal Motor starten, dann machen wir nochmal den Rest eben schnell. Also dreschen will ich das heute auf jeden Fall noch fertig. Und dann tanken wir in der nächsten Folge nochmal den Rest ab und dann schauen wir mal, wie es läuft, beziehungsweise wie es aussieht. Aber es sollte hier eigentlich ganz gut aussehen auf dem Feld 5. Wir sollten eigentlich jetzt mit einer Spur noch auskommen, im Großen oder Ganzen. Und sollte es eigentlich passen. Sollte es eigentlich passen, Leute. Im Großen und Ganzen sollte es eigentlich mit der Spur jetzt passen.
Ja, morgen früh gibt es keine Folge. Genau, morgen früh gibt es keine Folge, sondern morgen Abend erst wieder. 20 Uhr eine neue Folge Campaign of Wrongs. Donnerstag gibt es aber wieder zwei Folgen. Donnerstag wieder zwei Folgen Campaign of Wrongs am Start. Ron freut sich sicher schon darauf wieder. Campaign of Wrongs im Doppelpack. Am Donnerstag wieder. Ja, ist schon eine coole Sache. Das auf jeden Fall. Schon eine coole Sache. So, das hätten wir geschafft. Gut, einmal abtanken noch. Das machen wir jetzt doch nochmal eben schnell. Und dann sollte das an sich eigentlich passen. Dann können wir in der nächsten Folge hier mit dem Grubbern starten. Düngen, Grubbern und so weiter. Vielleicht noch flügen. Je nachdem, ob es notwendig ist, müssen wir mal schauen. Aber ich finde, die Menge an Sonnenblumen, die wir hier zusammenbekommen haben, das ist schon ordentlich. Das sind knapp 4000, über 4000 Liter. 4385 Liter Sonnenblumen ist schon eine ganze Menge. Das ist schon heftig. Aber okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich mega drauf. Morgen 20 Uhr geht's weiter hier auf der Campaign of Wrongs. Bis dahin erstmal. Servus und tschüss.